Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Ein Reitupdate vom Q, umfassend die Monate Dezember und Januar. Was ist in der Zeit passiert? Ja, eigentlich gar nicht so viel. Denn wir haben einfach die Zeit genutzt, um Sachen zu festigen und dass ich mich besonders auf dem Pferd festige, mich noch mehr einfühlen, noch mehr Vertrauen schaffe, noch mehr eine Basis bekommen. Und ich würde sagen, das gelingt mir mittlerweile ganz gut. Es sind immer noch so ein paar Sachen, wo ich ein bisschen übervorsichtig bin. Aber ich glaube, ich kann sagen, ich fange endlich wirklich an mit dem Reiten. Ich lasse los, ich genieße es auch einfach. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal ein bisschen an. Und damit es für euch nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir gedacht, ich kommentiere das Ganze mal, damit ihr vielleicht auch das ein oder andere besser versteht. Gerade insbesondere das Thema Anlehnung, weil das ist ja das Thema, was bei diesem Pferd irgendwie am meisten diskutiert wird, was ich total faszinierend finde, weil man halt sich einfach immer mal wieder vor Augen führen muss, dass wir hier ein ganz junges Pferd einfach noch haben. Der ist jetzt offiziell 4, der ist zwar seit April letzten Jahres quasi im Stall, seit Mai in der Anreitphase, aber das ist jetzt nicht so, dass dieses Pferd extrem viel geritten wurde in der Zeit. Und gerade Anlehnung muss man auch bei Pferden ja erreiten. Ich habe dazu mal ein schönes Video auch gemacht, wo ich das so ein bisschen erklärt habe, was eigentlich dafür zu führt, dass eben das Pferd sich in der Anlehnung befindet. Ja, weil wie gesagt, der ist jung, der muss es lernen, der muss auch erstmal diese Tragkraft entwickeln. Und ich muss es auch lernen, natürlich entsprechend zu reiten. Jetzt haben wir gerade eben gesehen, im Trab war das schon eigentlich ganz okay. Er ist halt einfach da, immer muss man wieder dran arbeiten, ihn wirklich dann vors Gebiss in Anführungszeichen zu bekommen, ihn wegzubekommen von der Hand. Das ist im Galopp einfach noch ein bisschen schwieriger. Das liegt aber auch einen großen Teil an mir, weil ich einfach noch nicht genug nachtreibe, dass das Pferd wirklich mit dem Hinterbein unter den Schwerpunkt springt, überhaupt die Lastaufnahme entwickeln kann, um dann mit der Nase auch vor die Senkrechten zu kommen. Also das ist einfach eine Kombination von uns beiden. Ihm fehlt da einfach die Kraft noch und mir fehlt die Technik noch. Ich bin einfach schon mal froh, dass ich überhaupt schon mal so viel wieder galoppiere. Und ich fühle mich auch mittlerweile im Galopp richtig wohl auf ihn. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendwie zulabern, aber so ein bisschen halt, wie gesagt, einfach was erzählen möchte ich schon. Der Schritt ist auch noch so ein Thema bei ihm, da sind wir gerade auch dran am Arbeiten. Das könnte alles natürlich noch viel raumgreifender sein. Das funktioniert an der Longe und beim Laufen lassen schon ganz gut. Jetzt sieht man so, jetzt wird es auch ein bisschen besser. Das ist einfach auch eine Sache von meiner Reittechnik her. Da muss ich weiter noch dran arbeiten. Jetzt sind wir ja an Weihnachten. 24. Dezember ist dieses Video aufgenommen worden. Ich entschuldige mich hier schon mal teilweise für diese etwas ruckelige Kameraführung, aber da ich ja meistens nie einen dabei habe, der irgendwie mal filmen kann oder so, muss meistens mein Trainer dann parallel mitfilmen und gleichzeitig Unterricht geben. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, aber ich denke halt einfach, wenigstens ein paar, vielleicht auch verwackelte Bilder sind besser als gar keine Bilder. Ja, und hier sehen wir die Thematik eigentlich genau das gleiche wieder. Im Trab soweit alles gut und im Galopp, ja, reite ich einfach noch nicht entsprechend vorwärts. Es ist einfach für mein Gefühl auch schwierig. Es fühlt sich für mich sehr schnell an und wenn ich dann selbst immer die Videos sehe, denke ich so, oh, ja, du hättest ruhig noch ein bisschen mehr vorwärts reiten können. Genauso wie die Thematik mit meiner Hand. Ich weiß, dass ich gerade im Galopp dazu neige, mich ab und zu einfach die Hand zu, ja, sehr stehen zu lassen. Und das zeigt mir halt Q, Gott sei Dank, auch immer sofort wieder, dass er dann einfach sagt, hier, ich möchte mich gerade ein bisschen mehr bewegen können, bitte. Lass mal wieder los. Und ja, da bemühe ich mich natürlich. Es ist, wie gesagt, für mich halt auch ein Lernprozess. Ja, hier sieht man es, hat man es sehr schön gesehen, dass ich da jetzt einfach aufgehört habe zu reiten und nicht mehr weitergetrieben habe. Und dann ist er natürlich brav, wie er ist, einmal durchpariert, auch vorm Angaloppieren. Jetzt kommt er mir so ein bisschen nach vorne, auf die Hand. Also das Lustige ist bei ihm, er drückt nicht so extrem auf die Hand. Also das ist kein Pferd, der auf dem Gebiss liegt, sondern er neigt halt einfach dann dazu, einfach nur so ein bisschen den Kopf nach unten wegzudrücken. Also er macht sich eigentlich sehr lose im Gegenteil. Ja, jetzt sind wir schon Anfang Januar. Ich glaube, das war der 3. Januar.
Und ja, also ich sag mal, wenn man das vergleicht mit den Anfängen, ist das überhaupt kein Vergleich mehr. Also er wird natürlich jetzt auch Pferd, er ist teilweise mit seinem Körper dann auch ziemlich beschäftigt, weil er dann mal ausgelegt hat. Er ist auch ein Mini-Stückchen gewachsen und das merkt man ihm dann halt sofort an, weil man einfach sieht, er ist dann auch auf andere Dinge konzentriert. Aber er macht einfach trotzdem so unglaublich viel Spaß. Ich hätte es echt nicht für möglich gehalten, dass ich mich mal so zu Hause fühle. Hier ist auch vom Tempo ist es fast schon so, dass man sagt, für so ein Jungpferd ist das natürlich gut. Es könnte halt einfach noch ein Ticken fleißiger von hinten nach vorne sein. Das ist aber einfach, das sind diese Momente, wo ich mich halt einfach überwinden muss, dann wirklich auch mal nachzutreiben. Ihr hattet gerade auch gesehen, da habe ich dann auch bewusst mal auch so die Hand vorgegeben. Also da in der Stunde haben wir uns ganz bewusst darauf konzentriert, dass ich mich von meiner Hand löse. Da hat er kurz mal einmal gehustet gehabt. Deshalb hat er gerade so extrem einmal nach unten gedrückt. Ja, das ist so mein Ziel halt im Moment, dass ich einfach noch unabhängiger von der Hand werde. Das habe ich ja auch einmal mit der inneren Hand vorgegeben. Also meistens wird es mir natürlich dann auch gesagt, gib mal die Hand vor oder streich mal über. Es ist nicht schlimm, wie jetzt gerade eben, wenn er sich halt mal rausdrückt. Das ist halt besser, als wenn er dann doch ein bisschen zu eng kommt, in Anführungszeichen. Was aber halt einfach, ja, ein Lernprozess für uns beide ist. Lernprozess und kraftmäßiger Prozess halt auch einfach, weil ich sag mal, es muss er ja, er muss es lernen und dafür muss man halt einfach reiten, dass er diese Muskulaturen aufbaut und dass er einfach auch versteht, was der Reiter will. So, das war jetzt zum Beispiel so ein Punkt, da habe ich mich ein bisschen festgehalten, habe mich entsprechend nachgetrieben. Also hat er mir sofort gesagt, hier Mutti, irgendwas machst du gerade hier komplett falsch, kannst du dich bitte einmal überdenken. Das habe ich dann auch. Und dann wurde es auch gleich wieder besser. Also man sieht jetzt zum Beispiel, er galoppiert schön, aber er könnte einfach mehr durchspringen. Ja, an diesem Tag haben wir uns auch nochmal besonders darauf konzentriert, dass ich mit einem losen Zügel mehr reite. Das seht ihr auch gleich deutlicher, dass ich eben nicht so viel, ich will nicht sagen, an der Hand festhalte, aber ich habe mich noch bewusster darauf versucht zu konzentrieren, die Hand wirklich loszulassen und ihn in Anführungszeichen auch ein bisschen allein zu lassen. Man sieht übrigens sehr schön, es war auch viel los in der Halle, aber das sind so Sachen zum Beispiel, das interessiert ihn überhaupt nicht, auch wenn so Sachen über der Bande hängen. Für sowas hat Q keine Aufmerksamkeit übrig. Ob da irgendwo was liegt, was hängt, ob jetzt sechs Pferde in der Halle sind oder ob er alleine ist, das ist ihm wirklich furchtbar Schnuppe. Gott sei Dank. Ja, an dem Tag, ja, verlief das Angaloppieren jetzt auch schon ein bisschen besser, ein bisschen runder, aber auch hier bin ich einfach zu langsam im Galopp. Man sieht das eigentlich auch sehr schön, wenn man das Hinterbein so ein bisschen beobachtet. Er könnte halt einfach noch mehr unter den Schwerpunkt treten. Dafür muss ich aber eben durchtreiben und das, ja, fehlt mir halt einfach noch. Also, es wird zu mal besser. Hier ist es übrigens ein Versuch, im leichten Sitz zu galoppieren. Und ihr seht jetzt auch gleich einmal, mein Reitlehrer ruft dann immer einmal Siegesfaust. Das haben wir relativ am Anfang schon irgendwie mal eingeführt bei uns. Das kommt jetzt, genau. Das ist einfach, damit ich mich in dem Moment mal auf andere Sachen konzentriere und mich mal traue, mal loszulassen und auch mal Spaß zu haben. Funktioniert auch immer besser. Also es ist tatsächlich jetzt auch so, dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, dass ich Angst habt oder so. Ja, das ist auch sehr lustig. Wie viele Leute braucht man, um eine Krise aufs Pferd zu bekommen? Nein, Quatsch. Spaß. Der Toto stand natürlich als Fotograf in der Halle. Die Kim hatten mir natürlich einmal festgehalten, aber ihr seht wirklich auch beim Aufsteigen, wie brav er steht. Ja, hier nochmal eine kurze Schrittsequenz. Es ist aus der Perspektive ein bisschen schwierig zu sehen, aber da sieht man schon, dass der Schritt schon ein bisschen besser geworden ist, dass ich mich aber auch einfach wieder traue, ein bisschen mehr zu reiten. Das ist jetzt eigentlich relativ aktuell. Das war vor meinem Geburtstag vom 29. Januar. An dem Tag seht ihr jetzt auch, dass er wieder dazu neigt, ein bisschen mehr hinter die Senkrechte zu kommen. Was aber auch daran liegt, dass ich angefangen habe, mehr zu reiten. Aber das jetzt für mich natürlich auch ein Lernprozess ist, wenn ich jetzt mehr reite, dass ich das auch anders wieder über meine Hand kompensiere. Also andere Paraden gebe, noch leichter, noch feiner werde.
Der Q ist eigentlich ein Typ Pferd, der extrem fein am Gebiss ist, sehr leicht, was schön ist. Also man hat schon seinen gewissen Zug, also es ist jetzt nicht ganz so, dass er sich ganz versteckt, aber es ist für mich halt sehr ungewohnt, weil der Ruby zum Beispiel ein Pferd ist, der schon sehr viel Anlehnung über das Gebiss halt einfach sucht. Ja, und so arbeiten wir uns gerade einfach Stück für Stück voran. Also hier sieht man auch, dass ich immer noch so die Tendenz habe. Jetzt hat man es gesehen, ich habe es korrigiert, dass ich die Hand so ein bisschen hochnehme. Und ja, ich lasse jetzt einfach mal so ein bisschen laufen. Ah ja, genau, das war der Versuch zum Angaloppieren. Das hat dann im zweiten Durchgang geklappt. Und ich lasse das jetzt mal laufen. Jetzt seht ihr auch, dass er eigentlich relativ gerade auch schon galoppiert. Ich wette mit euch, der ein oder andere hat jetzt gerade eben das Rosane am Maul gesehen und hat gesagt, boah, der sperrt ja. Schaut mal, was er macht. Q hat nämlich die Angewohnheit, die Zunge mal rauszustrecken. Jetzt ist er auch weg. Das macht er, er spielt mit dem Gebiss. Also das macht er relativ oft sogar, dass er so ein bisschen mal so einmal die Zunge mal so rausstreckt. Warum, weshalb, keine Ahnung. Das macht er bewusst auch schon länger. Und aber er nimmt sie halt immer wieder rein. Also er streckt teilweise die Zunge tatsächlich einmal so komplett raus, aber sofort wieder rein. Warum, hat er mir noch nicht erklären können. Wir haben auch an dem Tag, seht ihr jetzt auch, die andere Trense mal wieder probiert. Ich habe hier sonst eine andere Trense drauf. Und die habe ich jetzt zwar schon seit Sommer. Habe gedacht, aber wir probieren es mal, weil so der Kim ist aber noch nicht so hundertprozentig gefallen hat, wie er sich eben am Maul darbietet. Aber das ging jetzt mit der Trense auch schon ein bisschen besser. Hier haben wir das erste Mal so ein bisschen auch Tritte verlängern geübt. Also einfach mal so, dass er so ein bisschen auf dem Schenkel wirklich nach vorne geht. Das hat er eigentlich wirklich sehr schön auch gemacht. Es war jetzt lustigerweise leider, ich bin gestern geritten und da hatte ich leider wieder keinen dabei, der gefilmt hat, weil gestern war der richtig gut. Da lief der so schön von der Anlehnung her, von allem her. Der war so fein, über den Sitz zu reiten und ich bin so viel galoppiert. Und es hat so einen Spaß gemacht einfach. Ja, mein Pony entwickelt sich so langsam, kann man jetzt sagen. Es wird langsam so optisch auch ein bisschen Reitpferd. Hier sieht man übrigens so links, das fällt ihm da noch ein bisschen schwieriger. Also rechts ist eine bessere Seite. Links muss man schon so ein bisschen mit Schulter vor das kompensieren. Das nimmt er eigentlich auch sehr gut an. So mal ab und zu ist er ein bisschen muffelig am linken Schenkel. Aber er ist halt einfach ein, wenn man ihn dann auch mal da durchreitet, dann geht das ganz gut. Hier seht ihr auch ein gutes Beispiel, wo ich versuche, ihn ein bisschen auskauen zu lassen. Ihr seht also, der Zügel ist sehr locker, aber er hat einfach diese Grundtendenz, sich fallen zu lassen, noch nicht. Das erarbeite ich gerade über Longieren am Kappzaun so ein bisschen. Ihr seht also, in kleinen Schritten geht es voran und es macht so unfassbar viel Spaß. Dieses Pferd ist beim Reiten einfach so toll. Ich freue mich immer, wenn ich Reitstunde habe. Ich freue mich darauf, dieses Pferd zu reiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich wirklich so schnell, so wohl und so zu Hause auf ihm fühle und ihm dann doch ein ganzes Stück vertraue. Ich vertraue ihm immer noch nicht hundertprozentig. Es ist halt einfach immer noch ein junges Pferd. Aber er zeigt mir eigentlich, dass ich mich sicher fühlen darf auf ihm. Ich bin einfach super gespannt, was dieses Jahr noch bringen wird. Q wird auf jeden Fall das erste Mal Turnierluft schnuppern. Das nicht unter mir, sondern unter einem Profi. Das halte meine Nerven sonst nicht aus. Ich möchte mir das erstmal so ein bisschen anschauen, ob er wirklich brav ist und alles. Und dann wird es irgendwann für mich auch losgehen. Und ich freue mich tierisch, weil ich einfach ja doch einige Jahre jetzt kein Turnier mehr geritten bin. Und ich einfach immer super gerne auf Turnieren unterwegs war. Es wird eine komplett neue Welt für mich. So Jungpferdeprüfung und sowas, damit hatte ich ja überhaupt noch keine Erfahrung. Und ja, es beginnt einfach eigentlich alles wieder bei Null. Aber ich freue mich wirklich auf diesen gemeinsamen Weg und nehme euch natürlich dieses Jahr auch vermehrt in der Hinsicht mit, was die Ausbildung angeht, was die Entwicklung angeht, was vielleicht auch mal Rückschritte angeht. Es geht ja nicht immer nur vorwärts, aber ihr werdet es erfahren. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid bei dem Video und nächste Woche geht schon das nächste wieder online. Bis dann, meine Lieben. Ciao.